Hallo, herzlich willkommen bei die Schwester. Ich bin Manu. Und unser heutiges Projekt heute mit euch zusammen diese Schaukelkarte. Dafür habe ich folgendes Papier verwendet. Das Bonbonrosa, Papaya, Celadon, Aquamarin, Celadon. Die meisten Papiere sind aus Fräsienlila. Die Grundfarben sind Beispiel, zeige ich euch den Regenfarben aus dem Hauptkatalog. Diese habe ich noch mit diesem Blau-Gelb, mit den klassischen Farben Blau ergänzt. Also nicht beirren lassen. Das ist quasi nur hier ein Beispiel. Dafür braucht ihr ganz viele Kreisstanzen. Meine sind aus dem Set lagenweise Kreise. Und die sortiert ihr euch einfach von groß nach klein. Und fangt dann mit dem größten Kreis und der äußeren Regenbogenfarbe an. Einen großen Kreis habe ich noch als Unterlage verwendet in Weiß. Und dann stanzt ihr das Rot mit dem größten Kreis einen Kreis aus und dann mit dem nächst kleineren nur diesen Kreisring. Und der nächst kleinere wird dann wieder für die nächste Farbe verwendet und immer so weiter. All diese Kreise klebt ihr dann einfach auf eure weiße Unterlage nacheinander von außen nach innen. Das hier sind, wie gesagt, meine Beispielfarben in den klassischen Regenbogenfarben. Für das Einhorn habe ich sie dann allerdings angepasst und habe mich dann dafür entschieden, die tollen Inkolors zu verwenden und diese nur noch mit Gelb und Blau zu ergänzen. Den Kreis markiert ihr euch die Mitte und halbiert ihn. So sieht das aus. Und mit dem kleinsten Kreis innen stanzt ihr euch einfach noch den weißen Kreis innen aus. Und schon ist euer Regenbogen fertig. Ich habe hier aus einem alten Stempelset das Einhorn genommen, aber auch im neuen Katalog findet ihr ein Einhorn. Und das stempel ich einfach mit Memento Schwarz auf Grundweiß und stanze das natürlich später auch noch aus. Memento Schwarz nehme ich, weil ich dann das Einhorn noch kolorieren möchte mit den Stamping White Markern. Und hier habe ich auch wieder mir die Farben aus dem In-Color-Set ausgesucht und ergänze die mit diesem Ananasgelb. Das Ananasgelb nehme ich nur für das Einhorn, für das Horn quasi. Hier seht ihr nochmal die Farben Bonbonrosa, Papaya, Fräsienlila, Celadon und das dunkle Ananas. Passend zum Papier sozusagen. So schaut mein Einhorn aus. Und jetzt mache ich mir die Kartengrundlage. Dafür nehme ich ganz altmodisch einfach eine Tasse, weil ich einen großen Kreis brauche. Den knicke ich in der Hälfte. Meine hat so einen Durchmesser von ca. 11 cm. Und dazu nehme ich dann noch hier diese Wellenkreisstanze. Die hat einen Durchmesser von ca. 8 cm. Und als nächstes habe ich hier dieses tolle Glitzerpapier. Das gibt es im Augenblick in unserer Celebration. Kostenlos dazu bei einem Bestellwert von 60 Euro. Guck mal, wie toll das funkelt. Mega schön, sieht so ein bisschen aus wie Disco. Das habe ich mit der Kreisstanze ausgestanzt und dann innen den Kreis von meinem Regenbogen, den inneren. Hier nehme ich nochmal als Grundlage das Designerpapier in den In-Color-Farben. Das wird hier so ein bisschen meine Unterlage. Also hier seht ihr nochmal, Durchmesser ungefähr 8 cm und innen der kleine liegt so bei 2,5. Und der große hier bei 11 und das ist nochmal der gleiche so bei 8. Das Designerpapier klebe ich direkt auf und falte einfach alles in der Mitte. Und meinen Glitzerkreis, den klebe ich aber nur halb auf. Also nicht komplett aufkleben und falten, sondern der wird nur auf die Vorderseite von meiner Schaukelkarte geklebt. Das mache ich mit den Abstandshaltern. Der kommt hier auf den unteren Bereich. So soll das mal aussehen.
Genau, schön andrücken, sodass oben der Regenbogen quasi genau ab der Mitte nach oben steht. Ich verschönere jetzt nur noch ein bisschen meine Rückseite, dann klebe ich noch einen halben Glitzerkreis drauf, keinen ganzen, sodass man die Karte später auch glatt hinlegen kann zum Verschicken oder zum Aufbewahren. Dann sieht es von hinten auch nochmal schön aus. Das wird jetzt die Rückseite. So. Gut. Nein. Und für die Vorderseite nehme ich hier den Spruch aus dem Stempelset Eiszeit. Einen schönen Geburtstag. Denn der hat so eine schöne Schriftart. Und den stempel ich wieder mit Memento Schwarz und Grundweiß. Egal wo, den schneide ich dann einfach per Hand aus. So, jetzt einfach nur großzügig außen rum schneiden. Ein bisschen um die großen Buchstaben drumherum. So, das war's auch schon. Und er kommt hier an die Kante von dem unteren Kreis. Und oben drüber soll das Einhorn platziert werden. Ich muss nur vorher immer mal kurz Probe legen, wie es euch am besten gefällt. Was an welche Stelle soll. Und dann würde ich jetzt das unter den Schriftzug mit Abstandshaltern aufkleben. Dafür gibt es ja auch die kleinen, die Mini-Abstandshalter, Mini-Dimensionals. So, da reicht es jetzt eigentlich so rechts und links. Unten über die Mitte. Und oben drüber kommt mein Einhorn, auch mit Abstandshalter. Und den klebe ich so auf, dass die Füßchen so ein bisschen vor und hinter dem Spruch sind. Als ob der durch den Spruch durchlaufen möchte. So, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So sieht meine Schaukelkarte aus. Eigentlich ganz schnell gemacht. Und mit dem tollen Glitzerpapier ein mega toller Effekt. Ihr könnt sie dann auch ganz flach legen zum Verschicken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Eure Manu. Tschüss.